Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, sie hat mit einer Schneiderlehre begonnen. Das ist handwerklich schon mal so die richtige Ecke. Aber dann Studium der Theaterwissenschaften, Ethnologie und Sozialpsychologie. Und jetzt macht sie eine Riesenkarriere in Frankreich als Köchin. Wir freuen uns heute auf einen Stargast. Martina Kömpel wird hier sein. Und nicht nur sie. Hier sind die anderen Verdächtigen. Alfons Zubeck, Johann Lafer, Andreas Studer, Alexander Herrmann und die Küchenschlachtgewinnerin Ute Böckelmann. Hallo. Ute Böckelmann, hallo. Alexander, servus, grüß dich. Da ist sie, Martina, hallo. Ich grüße dich. Hallo, grüße dich. Das ist, wenn Sie sich wundern, dass der, das ist MC Lafer, darf ich vorstellen. Ich wollte einmal so doof aussehen wie ein Schweizer, verstehst du? Bushido Lafer, heute hier bei uns. Endlich habe ich viele Haare, oder? Ja, ja. Ja, ja, Lafa Lafa. Das klingt auch schon wie so ein Rap eigentlich. Ich glaube, hier steht sie besser. Mr. Lafa Lafa. Ja, finde ich auch, ne? Guck mal hier. Ne? Sieht doch gut aus. Was Sie nicht wissen, wir haben in der letzten Sendung versucht, Andreas Studer davon zu überzeugen, dass er eigentlich ohne Mütze viel besser aussieht. Jetzt mal ganz unparteiisch, wie sehen Sie das denn? Ohne oder mit? Wer ist für ohne? Mit? Dankeschön. Alles klar. Sehr gut. Also was jetzt? Wer ist für mit? Hände hoch. Wer ist für ohne? Hier, ja, nur drei, komm. Also, das lassen wir, ne? Das waren jetzt deine drei gekauften Fans, die immer hier mitbringst. Ja, okay, also. Ich habe die Mütze schön, ich habe die Haare schön und wir kochen jetzt mal schön. Ich schlage Folgendes vor. Ja. Hälfte der Sendung ist mit. Das ist ein schöner und Deal. Genau nach 30 Minuten spielen wir irgendwie so einen Gong ein und dann runter. Gut, dann kriegst so du machen die wir das? Mütze. Dann fliegt deine Tarnkappe wieder. Okay, ja. Okay, schön, dass du da bist. So. Wollen wir gleich loslegen, bevor wir zu Martina Kömpel kommen, auf die ich mich persönlich ganz besonders freue, weil sie einen hochinteressanten Werdegang hat. Zunächst aber Alfons Zubeck, der heute, stimmt das eigentlich, was hier noch draufsteht? Oder? Nee. Weil er ist ja einer, der immer 5 Minuten vor Sendung dann erklärt, dass er doch wieder alles anders kocht. Also geplant war mal Zubecks Fischsuppe. Ja, die lassen wir jetzt sogar. Das bleibt dabei. Die konnte ich zeitlich nicht mehr umschmeißen. Also. Fischsuppe? Also, genau. Und also, Zubecks Fischsuppe. Was ist daran so besonders? Ja, egal jetzt welche Fischsuppe. Ich habe hier eine Gemüsebrühe. Mhm. Und da wird es reingegeben, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Vanille und ein bisschen Zitronengras. Das lasse ich jetzt nur ziehen. Hier habe ich das Wasser, da ein bisschen Salz und Chili reingeben. Dort gebe ich nachher den Fisch rein, blanchiere den, gieße den ab und gebe den Fisch gar nicht mehr in die Suppe, sondern gebe den in die Tasse. Okay. Und die heiße Suppe gebe ich drüber. Da kommt jetzt ein bisschen rein Sahne und ein bisschen Curry. Mhm. So, und jetzt könnte ich sagen, das ist jetzt eine ganz neutrale Mischung, das ist von mir. Ich könnte jetzt den Curry lastig machen mit Koriander, ich könnte den Zimt lastig machen, genauso wie man will. Vielen Dank. Hört sich gut an. Ja, das macht er jetzt mal. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Aber ich mag's dann bei dir immer so. Dann passt schon. Der Herr Herrmann stört den Unterricht. Und da ist es so, also den Curry auch nicht zu lange, weil der ist ja pulverisiert. Und Curry, das haben wir die Curry Powder. Ja. Die haben die Engländer ja mitgenommen, denn Curry, Curry und Curry ist in Wirklichkeit eine Soße bei den Indern. Mhm. Und die haben dann das pulverisiert und dieses Currypulver kommt dann in Soßen rein und so wird der Effekt ungefähr gleich. Erfunden haben den, wenn man Soßen nennen mag, die Ayurveden. Ja? Weil die hatten eine schwere Krankheit da drüben, Pest, Teuche, alles Mögliche. Mhm. Und dort wurde mit Gewürzen, wurden die Leute dann wieder einigermaßen auf die Beine gestellt. Mhm. Und die erste Erwähnung gibt es im Jahre 1300 in einem englischen Kochbuch, wird über Curry überhaupt einmal was gesagt. Aber nur für Curry, zum Mitschreiben, Curry ja? ist ja nicht kein Gewürz. 1381, 12:51 Uhr. 17:15 Uhr. Ah ja, Entschuldigung. Also auf alle Fälle. Wird Curry erstmals urkundlich erwähnt. Ist der Curry nicht gelb, wie die Leute immer sagen, es gibt ja einen roten Curry, es gibt einen gelben Curry. Klar, das ist Kurkuma, ist die Farbe. Und der Curry besteht im Grunde zwischen 8 und sagen wir mal, 20 verschiedenen Gewürzen. Mhm. Wobei er leider bei uns ein bisschen boxhornlastig ist. Denn der Boxhornklee ist eigentlich ein Gewürz, das zwar den Blutzucker senkt, ja.
Aber er ist kein Gewürz, der Speed gibt, der Charakter hat, der Aroma macht. Aber er kehrt ein bisschen rein. Also man sieht hinten immer auf dem Beipackzettel, wenn man schaut, wenn der Boxer ein bisschen weit vorne ist, dann ist die Wertigkeit jetzt nicht man so der Hit, weil andere Gewürze, die jetzt teurer sind, nicht, sagen wir mal, zur Wirkung kommen. Also kann man direkt sehen? Ja, ja, also du möchtest mir, das sind die teuren Gewürze. Curry kann man der Kurkuma, wie sagen wir mal, der Ingwer und der Zimt und der Kardamom, der Koriander, das sind die Gewürze, die... Reden wir gleich ausführlich drüber. Ganz kurze Frage noch zum Schluss an dieser Stelle, Alfons, warum den Fisch nicht einfach direkt rein in die Fischsuppe? Da gehört er nach meinem Empfinden nach. Ja gut, aber ich will ihn Salzwasser blanchieren, dann hätte der Fisch jetzt irgendwas. Sagen wir, irgendeinen Hauch von Geruch, ja, der ist jetzt okay. Der ist sehr neutral. So, dann will ich ihn Salzwasser blanchieren, nur nicht kochen lassen, nur blanchieren, so dass das Eiweiß im Fisch drin bleibt. Und dann ist er innen wunderschön saftig und den lege ich dann, sagen wir mal, in diese Tasse rein und gebe diese fertige Suppe drauf. Damit es nicht so fischig wird? Dann schmeckst du die Suppe und den Fisch. Das Gleiche könnt ihr jetzt machen mit Kaninchen, ich könnte es machen mit Hähnchen oder nur mit Gemüse. Oder mit dem Reh von Herrn Herrmann zum Beispiel. Von letzter Woche. Ja. Was ist von mir letzte Woche? Das ist das Reh. Das schöne Reh. Das schöne Reh. Ja, ja. Nicht das Zweibeinige, das du meinst, sondern das Reh. Das Schöne. Ich wollte mal fragen, wie lange brauchst du noch, weil ich müsste die Haare sind. Ich denke, du musst auf die Toilette, weil sonst brauchst du noch. Komm, jetzt ist gut. Also, dann wichse ich jetzt schnell, okay? Ich gebe jetzt Gas. Und du gibst jetzt Gas. Ja, ja. Und er mixt ein bisschen. Wenn du Gas gibst, gebe ich das Geräusch dazu. Sehr gut. Also, Alfons Schubert und Alexander Herrmann. Und wir freuen uns auf Martina Körnspel, meine Damen und Herren. Ja. Ich neige nicht dazu, Menschen im Fernsehen anzufassen. Mach mal zu Ende. Ja. Ich will nur auf ein kleines, aber nicht unwesentliches Detail hinweisen. Schauen Sie mal bitte hier. Handschuhe haben wir selten, oder? Oh. Keiner der Anwesenden hier mit Handschuhen. Haben wir neulich schon mal darüber gesprochen. Warum machst du das? Ganz einfach, damit die Finger nicht rot werden. Einfach nur wegen der Farbe jetzt, ja? Ja? Nicht aus hygienischen Gründen? Also auch aus hygienischen Gründen, aber in dem Fall sind es wirklich, weil die Finger so schnell rot werden, dass ich dann eine Woche lang aussehe, wie als ob ich Henna drauf hätte. Mhm. Und normalerweise nutze ich das schon, wenn man Fisch behandelt und solche Sachen. Du hast ja, wir steigen gleich noch mal kurz in deinen sehr faszinierenden Lebenslauf ein, ja. Bei tollen Köchen in Paris vor allen Dingen gekocht. Ja. Kochen die mit Handschuhen? Ja, klar. Immer. Ja, klar. Also ich meine, bei manchen Sachen ist es einfach unerlässlich, weil wenn man zum Beispiel Langustinen, also das sind die Kaisergranaten, wenn man die bearbeitet, wenn man sich an denen verletzt, dann hat man hinterher wirklich richtig weh. Das entwickelt sich zu Zingern, die schwer verheilen, weil die einfach, das verheilt einfach nicht gut. Ne? Und deswegen ist es besser, man... Ist auch ein Aspekt, der häufig, glaube ich, unterschätzt wird. Wenn man auf dem Niveau kocht, dann ist es auch körperlich richtig anstrengend. Und manchmal tut es auch richtig weh, wie wir jetzt gerade erfahren. Ansonsten sind es halt eben auch so feine Sachen, wo man einfach nicht mit den Händen, man ist vorher irgendwas anderes drin und wieder irgendwas anderes drin. Aber eigentlich, wenn man sich richtig die Hände wäscht, ist es noch hygienischer. Weil dann hat man eigentlich nicht das Problem. Sagt meine Wurstfachverkäuferin auch immer. Ja. Wenn ich dann frage, wo sind denn die Handschuhe, dann sagt sie, ohne ist eigentlich hygienischer. Weil ich mir ja die Hände natürlich vor jedem Kunden dann neu wasche. Behauptet sie zumindest. Ich glaube das auch. Bin ja relativ. Johann, warum du ohne Handschuhe? Kann Männerhaut einfach mehr ab? Weil ich habe meine Hände heute Morgen gewaschen. Oh, verstehe. Na dann. Alfons, ist das bei dir? Ja. Ich meine, jetzt also man muss einmal das mit den Händen, das mit den Handschuhen in der Küche. Das ist alles okay, solange du dir auch die Hände wäschst. Genau. Denn wenn du halt ein Hähnchen anlangst, damit deine Handschuhe mit deinem Handschuhhähnchen auf den Salat gehst, dann hast du die gleichen Salmonellen drauf, ob du die Hände dir gewaschen hättest oder du Handschuhe hast. Du musst deine Hände waschen. So schaut's aus. Genau. Oh. Ich hab mir einen Moment Sorgen gemacht um die Frau Kömpel. Gleicher wirkt er sich. Brauchst du keine Sorgen. Wenn du das Hähnchen so nimmst. Ja, wow. Die Menschen sind ein paar tausend Jahre alt geworden, auch ohne Handschuhe, verstehst du? Ja, das ist auch richtig. Ne? Also, Martina, wir sehen hier, kleines Detail am Rande, auf der Schürze steht Martina Kompel. Ja. Ich nehme an, das heißt dann in Frankreich Martina Kompel. Genau, ganz genau. Die sprechen können, das so aus? Die können einfach die kapieren das nicht mit den zwei Pünktchen oben drauf. Ja. Also habe ich sie weggelassen, einfach aus Einfachheitsgründen. Einfach aus frankophilen Gründen. Ganz genau. Und, weil die auch nett sind, die Franzosen. Das ist schon sehr nett. Mein Mann ist ja auch Franzose. Also ich hörte daher, davon. Genau. Du kommst aus einer richtigen Großfamilie, ne?
Ja, kann man so sagen, ja. Ich habe acht Geschwister. Acht Geschwister. Alexander Herrmann kommt, glaube ich, auch aus einer großen Familie. Wo ist er denn? Alex? Was? Entschuldigung? Auch aus einer richtig großen Familie, ne? Sie hat acht Geschwister. Ich? Ja, ja. Wie kommst du jetzt auf sowas? Also du wohnst in so einem größeren Verbund mit Onkel, Tante, ja, Großmutter, viele Kinder, das meine ich. Ja, also wir sind in der Hinsicht, ja, wir sind jetzt mittlerweile also zu siebt. Aber da bin ich dann wirklich auch nur ein Teil. Es ist nicht so, dass ich jetzt dann noch mal sechs Kinder oder irgendwas habe oder so. Also nein, jedenfalls meines Wissens. Ja, nee. Okay, also heute sehr frankophile Sendung, natürlich auch frankenphile Sendung, reden wir gleich noch mal drüber. Martina, du hast zunächst mal Abitur gemacht, ja. Dann eine Schneiderlehre. Ja. Dann ein Studium der Theaterwissenschaften, ja. Ethnologie und Sozialpsychologie. Jetzt musste alles sein, damit ich Köchin werde. Abgeschlossen. Ja. Jetzt braucht der Holzkoch. Das braucht man. Ja, das wollte ich gerade fragen. Also ich sag mal. Neben der Stute. Ja, eben. Neben der Stute einfach eine Kaffee aufsetzen. Ja, genau. Also sag mal, ethnologisch sind wir hier ganz weit vorne. Also ein Schweizer, ein Österreicher, ein Franke, der ist eine besonders schützenswerte Angelegenheit. Auch ein Mensch. Oh, na, natürlich, ja, auch ein sehr netter sogar. Ein Bayer. Ja. Wie kommt das? Woher kommt dann plötzlich dieser Umweg über dieses Studium dann zum Kochen? Ja, einfach, weil ich das Land gewechselt habe. Ja, und weil ich versucht habe, in meinem alten Beruf wieder Fuß zu fassen in Frankreich. Ich habe so ein bisschen Babypause eingelegt. Ja, und plötzlich gab es keinen Job mehr für mich. Jedenfalls in dem Beruf, in dem ich mal gearbeitet habe. Du hast ja in Deutschland mal beim Fernsehen auch gearbeitet, ne? Genau, ganz genau. Ich war eigentlich in der Produktion. Es hat mir auch so voll viel Spaß gemacht. Deswegen bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, warum ich eigentlich kochen sollte. Sag mal, was das war. Du hast bei Harry Weinfurt gearbeitet. Der Preis ist heiß. Ich habe da mal Kandidaten ausgesucht. Großartig. Also von der Preis ist heiß zu der Reise ist heiß. Ein kurzer Weg. Wir sehen's. Ja. Was kochst du uns heute? Ich koche also gerolltes Rinderfilet, gefüllt mit frischen Kräutern, gerösteten Walnüssen. Und werde das Ganze auf ein Blätterteigbett legen, die mit rote Beete präpariert ist. Das Ganze werde ich noch mit Girollpilzchen, also mit den Schwammerl hier. So. Girol. Also, ja, Entschuldigung, das heißt Girol, in Deutsch heißt es ja Schwammerl oder Pfifferlinge. Ja. Werde ich das Ganze verfeinern mit Schalotten und einer kleinen Beurre-Noisette, also mit Ananasbutter. Du bist auch in Frankreich noch mal richtig zur Schule gegangen. Ja. Hast du noch mal richtig die Schulbank gedrückt? Ja. Und willst was werden? Sterneköchin? Was ist das Ziel? Es gibt da nirgendwo so viele Sterne-Restaurants wie in Frankreich. Also ich würde gerne ein Restaurant aufmachen, klar. Ja. Aber das ist halt einfach, es geht nicht so schnell, wie man das gerne möchte manchmal. Und mein erster Job war halt bei Alain Darons. Das ist ein Drei-Sterne-Lokal. Der hatte dann plötzlich die Idee, nach ein paar Monaten die drei Sterne zurückzugeben. Und das war ja letztendlich ein großer Skandal in Frankreich damals. Ja, ja. Und ja. Und dann kam das eben. Ist das etwas, mit dem ihr mitunter auch hadert, Alfons? Also diese ganze Sterneküche, dass man sagt, weißt du was, ihr könnt mir einfach mal alle, ich schenke euch den Stern, so wie es ihr ehemaliger Chef gemacht hat, und ich koche einfach, was mir Spaß macht? Na, einmal in dieser Liga, da willst du nie mehr raus. Wer steigt denn gerne in der Bundesliga auf? Keiner. Ja, also. Genau. Das ist schon wichtig, ja. Also, Martina. Ist wie ein Virus, ist das, ja. Ist wie ein Virus. Ja, ja. Gut, wir freuen uns drauf, drücken die Daumen, sind ganz, ganz gespannt auf das, was du heute machst. Ja. Großer Applaus. Martina Körnkel, extra aus Paris, heute bei Landskoch. Wieder hinten. Also, wie schaut's aus? Ah, gut. Dann gehen wir doch mal zu Alexander Herrmann. Okay, gut. Alexander Herrmann, der uns heute gemeinsam mit Ute Böckelmann, auf die ich mich sehr, sehr freue, Küchenschlachtgewinnerin, schön, dass Sie da sind. Steinbutt-Ravioli mit Cremespinat und weißer Balsamico-Schaumsoße. Ja. Muss dazu sagen, Ute Böckelmann hat sich jetzt eine ganze Woche durch die Küchenschlacht gekocht. Ja. An deiner Seite, im Wesentlichen. Ja. Dann war sie ganz schnell auf Mallorca. Jetzt ist sie ganz braun und jetzt ist sie wieder hier. Ich habe die paar Stunden zum Kurzurlaub genutzt. Ja. Hast du. Ja. Ich würde sagen, das muss rein. Okay. Entschuldigung, also ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe jetzt gerade einen Check gekriegt, weil ich war ursprünglich der Meinung, dass eventuell die Masse schon ausreichend Salz hat. Und jetzt also ich bin absoluter Salz. Dann ist es in Ordnung. Also, ja, okay, wenn du. Ich nehme es auf meine Kappe. Nein, das ist schon in Ordnung. Es ist ja im Grunde dein Rezept, dein Gericht, deine Art. Ich helfe nur, ich bin der Handlanger. Ja, diesmal ist quasi was andersrum, im Gegensatz zu. Also ein bisschen viel Salz möglicherweise. Ja? Weiß ich noch nicht. Also, wir werden es nachher sehen. Wahrscheinlich hat's ich merke, dass Ute unter Druck kommt an dir. Nö. Nö, ne? Nö. Die Ruhe selbst. Sie war in der Küchenschlacht, Entschuldigung, so arschcool.
Ja, ja, das hat mich gelegt. Ja. Zu Recht steht ich hier. Ute, ich darf du sagen, ja? Ja, klar. So, 42 Jahre alt? 43. 42 und sieht keinen Tag älter aus als 35. Insofern darf ich sie dann auch duzen. Ist das ein Traum, der an dieser Stelle wahr wird? Oder du arbeitest eigentlich bei der Versicherung? Genau. Und jetzt einfach mal kochen auf dem Niveau. Ich meine, neben mir steht jemand, der hat es ähnlich gemacht, ist Ethnologin und sagt jetzt auch, also dann koche ich jetzt mal mit den ganz Großen. Traum. Mein Traum war immer, neben Alfons Schubeck zu stehen. Ist er? Und Johann Lafer passt jetzt nicht ganz. So, jetzt schon. Und natürlich neben Alexander Herrmann, den ich in dieser Woche kennengelernt habe. Ja. Netter Kerl. Ja. Netter Kerl. Netter Kerl, ja. Sauber, der Haarschnitt. Und, ich kann nur und auch ein guter Koch. Super Koch. Ja. Und ich kann nur jedem empfehlen, der auch davon träumt, sich bei der Küchenschlacht zu bewerben. Und dann kann man auch hier stehen. Das ist eine tolle Woche. Wenn man ein bisschen was kann, so wie du. Es ist eine super Woche gewesen, tolle Erfahrung. Mhm. Und eins will ich mir im Herzen, ich würde gerne zwei Grüße loswerden. Einmal nach Saarbrücken zu Nina und einmal nach Tübingen zum Volker. Volker war mein Mitkandidat im Finale. Und Volker hätte es auch verdient, hier zu stehen. Und deswegen, ja. Gut. Du verkaufst sonst Versicherungen? Nein, ich mache betriebliche Altersvorsorge. Betriebliche Altersvorsorge? Betriebliche Altersvorsorge. Ganz heikles Thema. Für ein DAX-Unternehmen, das in München ansässig ist. Okay. Ich sage nur eins, hoffentlich. Ja, das war jetzt ein deutlicher Hinweis. Ist der Spinat fertig? Ist soweit. Das war jetzt quasi die Überleitung. Die Überleitung. Genau. Danke. Zum Spinat. So. Andreas Studer ist hier. Ja, genau. Noch genau. Na, 17 Minuten sind um. Okay. Noch 13 Minuten. Und ist schon viel passiert. Dann geht die Mütze wieder fliegen. Andreas Studer, meine Damen und Herren. Hallo. Du machst uns heute ein Limetteneis in Limone auf Sommerfrüchten. Richtig, genau. Also ich hole noch mal so richtig den Sommer für Sie zu Hause hier in die Fernsehküche eingefangen. Und zwar, der Sommer sieht bei mir folgendermaßen aus. Wirklich die letzten Kirschen, die wir noch haben. Mhm. Und dann wunderschöne, auch späte Erdbeeren, Himbeeren haben wir hier. Und das habe ich jetzt schon zusammen kombiniert zu diesen Sommerfrüchten. Wirklich eine ganz einfache Angelegenheit. Ich habe einen ganz leichten Zuckersirup gekocht mit frischer Vanille. Mhm. Die sitzt hier direkt oben drauf, die Vanilleschote. Und dazu ganz wenig Cointreau gegeben. Also wirklich wenig, damit der Charakter der Früchte erhalten bleibt. Mhm. Und das Ganze, das wird dann getoppt mit einer wirklich, ich hoffe, sensationellen Eiskreation. Da habe ich nämlich wirklich so in die Trickkiste gegriffen. Also ein paar Sachen habe ich mir einfallen lassen. Erstens gibt es mal die Limette an sich. Die haben wir hier, ganz normale. Das ist die wunderschöne Limette, Limone, Zitrone. Kannst du uns da mal aufklären? Ja, genau. Also das ist jetzt die Limette, die wir hier haben. Ich habe festgestellt, wenn ihr manchmal Limone sagt, meint ihr eigentlich Limette? Würde ich eher eine Zitrone vermuten. Was sagt dann eurer... Also die Zitrone ist es nicht, das sehen Sie. Also grün, das ist die Limone. Und zwar die echte Limone. Die kommt ursprünglich aus Mexiko, gibt es auch in Thailand. Und dann gibt es offensichtlich noch eine, die nur so tut, als wäre es in der Limone. Genau. Das ist in Wahrheit eine Limette. Genau, das ist dann die Limette. So, die hat 9 bis 11 Segmente und die echte, die hier, die hat 13 Segmente. Segmente, Fruchtsegmente. Ne? Ja. Muss ich genau angucken. Sie färbt übrigens nicht ab. Nicht, dass Sie denken, ich habe ein bisschen grüne Finger hier bekommen. Ansonsten Handschuhe. Sondern, ja, ich hätte einen Handschuh gebraucht. Sondern ich habe dem Eis, wovon ich gleich spreche, ganz wenig Farbe dazu gegeben. Ne? So, wir machen nämlich ein richtig schönes Eis. Ja. Und zwar, also erstmal die Limette hier ausgehöhlt. Das ist mal wichtig, dass man, das kann man so mit einem Pampelmusenmesser, kann man das ganz gut rausholen, das Fruchtfleisch. Und ich werde dann das Eis in diese Form wieder reingeben. Perfekt herausgeholt. Ne? Ist immer wieder faszinierend zu sehen. Insofern auch die Schneiderlehre von Martina Kömpel unwesentlich bei der ganzen Geschichte. Ja, ne? Richtig gutes Kochen ist auch richtig schönes Handwerk. Ne? Genau, und wenn es sonst nicht geht, dann kann man auch so mit einem Pariser Löffel, geht das auch. Zack, einfach da rein, alles rauskratzen. Und ganz wichtig, ich habe diese ausgehöhlten Dinger, die habe ich schon im Tiefkühler gegeben. Ne? Die sind im Tiefkühler. Kann man kurz reingucken. Mhm. Ne? Zack. Die sind hier, damit die auch fest sind, damit man das auch hält. Also 4 Stück habe ich jetzt schon. Du siehst, die sind knallhart schon. Ne? Knallhart gefroren, damit das Eis dann auch
Und das Eis ist natürlich das Wichtigste und auch das Beste an der ganzen Geschichte. Da habe ich nämlich hier einmal die Kaffee-Limettenblätter. Mhm. Die haben natürlich nichts mit der Limette zu tun, weil die Limonen oder die Limetten von diesem Kaffee-Limettenbaum kommen, die kann man gar nicht essen. Ne? Also ist ganz wenig Saft drin und die schmecken auch nicht. Aber das hier ist natürlich so die thailändische, die südostasiatische Küche. Brauchst du unbedingt. Die habe ich fein gemörsert, erst kurz geschnitten und dann mit braunem Zucker hier einen Mörser gegeben. Das alles miteinander gemischt. Kannst ruhig mal, ja genau, du kannst mal so zerdrücken und dann dran riechen. Und da wirst du sagen, das ist so wie beim Thailänder halt. Ne? Oh ja. Richtig schön, erfrischend, ne? Und halt auch ein bisschen dieses Ich will das versuchen, noch intelligent dabei zu gucken, aber so. Ja, du so siehst gut aus. Ich finde, er sieht gut aus dabei, ja, oder? Kannst du reinbeißen, aber das, der Geschmack, das reicht dann auch. Ne? Ja. Ist eher für Karnickel. Und zwar für Schweizer Karnickel. So. Ja, vielen Dank. Ja. So, also ich habe noch dazu gegeben Sahne. Ich mache auf eine Sahnebasis und dazu einen guten Schuss Cachaça. Das ist auch wieder so in Anlehnung an den, Sie kennen den auch, den Caipirinha. Also Caipirinha, Caipiroschka, mein Lieblingsgetränk. Caipirinha mit einem Zuckerrohrschnaps aus Brasil. Und das Ganze jetzt miteinander hier in die Eismaschine gegeben. Und ich denke, Markus, du bist schon... Von der Zeit her könnte das schon ziemlich gut aussehen. Wir gucken mal kurz zusammen rein. Oh. Und kann man vielleicht schon mal probieren. Sehr gerne. Mit Eiskrischen. Halt die Kiste mal an. Mal kurz gucken. So, es ist gerade so ja, im wunderschönen cremigen Stadion. Schwer reißen vom Löffel. Ja, genau, ja. Und dann sofort in den Gaumen willen. Ne? Was sagst du? Nicht zu süß. Ja, nur schön, schön cremig. Ne? Möchte jemand probieren? Einmal Eis. Ja, Herr Lafer, kommen wir. Von Herrn Bruder. Ja, das kommt gut, ne? Ja. Kommt gut. Andreas, du bist Schweizer. Cremig. Wir haben heute einen Gast aus Paris. Ja. Ist das nach wie vor das Maß aller Dinge? Französische Küche? Für mich auf jeden Fall, ja. Das ist so. Er sagt auf jeden Fall, Johann Lafer sagt auf gar keinen Fall. Nein. Was heißt auf gar keinen Fall? Weißt du, also das ist so, das kommt ein bisschen darauf an. Also meine, ich wurde mit dem Bocuse halt auch groß, ne? International gesehen, Koch des Jahrhunderts, Jahrtausends, meine ich auch gewesen. Auf der ganzen Welt spielten früher die französischen Restaurants eine wichtige Rolle. Richtig. Heute spielen die gar keine mehr. Martina Köppel lächelt milde. Lächelt milde und verzeiht an der Stelle. Nein, das hat mit Verzeihung nichts zu tun. Stimmt aber, Sie haben schon recht. Also man ist mittlerweile in Paris gar nicht mehr so gut wie eigentlich, wie man... Man kann schon oft reinfallen. Man muss sich vorher informieren, das stimmt. Es tut mir leid, das zu sagen, aber es ist nicht gerade große Werbung. Womit hat das zu tun, dass sich die Leute das schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können? Oder? Nein, die haben sich zu lange ausgeruht auf ihrem Ruf. Genau. Ganz wirklich. Also, ich esse fast besser in Deutschland, ich esse fast besser in England oder drumherum. Oder in Spanien gibt es ganz tolle, die sind viel moderner, viel witziger in dem, was sie anbieten. Und jetzt kommt wieder in Frankreich. Es gibt ganz viele junge Franzosen, die das wieder aufgreifen. Und ja, es wird also ist die aufstrebende Kochnation überhaupt, sind es die Franken oder wer ist das? Wer, die Franken? Ja. Nee, im Ernst. Ja, okay. Sind Sie Österreicher? Nein. Die steirischen Almochsen, oder wie? Genau. Ja, ja. Schimpf da auf die Franken rum, du. Warst noch nie in Franken? Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Aber im Ernst, ich war in Franken schon. Was ist die Kochnation im Augenblick aus eurer Sicht, Alfons? Die Bayern. Die Kochnation schlechthin im Augenblick, weltweit betrachtet. Also, sag mir eins. Es gibt ja viele Parfums. Das eine riecht einmal ein halbes Jahr da gut und das andere da gut. Aber bleiben tut letztendlich das Bodenständige, das Normale, mit einfachen Dingen gut gekocht. Die Jahreszeit wieder zurückgeholt, das, was wir eigentlich einmal waren. Eine Kartoffel zu schätzen, eine Tomate zu schätzen und nicht aufpulvern und da ein Batzel und da ein bisschen und zum Schluss weiß nicht mehr, was das für ein Scheiß sein soll. Ja? Das, Es geht noch weiter. Der Herr Schubert hat heute seinen ungnädigen Tag. Nein, wenn heute einer eine gute Kartoffelsuppe kochen kann, wie muss bei dem erst die Hummersuppe schmecken? Zum Nachdenken. So, Johann, würdest du das so unterschreiben? Oder sagst du, du bist ja ein großer Asien-Fan beispielsweise. Es gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt überall zunächst mal gibt es extreme Lebensmittel. Die muss man heute wieder neu entdecken, die muss man gut zubereiten. Ich glaube, dass jeder Landschaft auf dieser Welt hat eine Eigenart von Küche, die hervorragend ist.
Ich finde aber auch, dass die Küche neben der regionalen Küche sich ein bisschen globalisiert hat, dass man auch Einflüsse gelten lässt. Genau. Zum Beispiel jetzt hier Hühnchen mit einem Curry-Senf, das war ja früher auch etwas Exotisches, das ist heute normal. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir gerade aus Asien überrollt werden. Zum Beispiel, von, nicht nur von Gewürzen. Auch Spanien zum Beispiel. Mhm. Spanien ist ja mittlerweile ein wichtiges kulinarisches Land geworden. Mhm. Und ich denke einfach, jeder muss versuchen, die Eigenarten zu finden, die er gerne hat. Ich finde, eine Weißwurst schmeckt genauso gut wie ein schönes Gordon Bleu, ein schönes Steak. Also muss alles zu seiner Zeit gegessen werden. Und ich denke auch, dass wir lernen müssen, einfach die Spezialitäten des Landes und der Region zu schätzen und das auch zu genießen, wie es eigentlich jeder normale Mensch machen sollte. Nicht einfach nur mal sagen, das ist schlecht und das ist gut, sondern einfach akzeptieren, was die anderen haben. Und logischerweise ist dann, Markus, dass viele Köche, wir sind ja auch viel unterwegs, und dass man verschiedene Einflüsse zusammennimmt. Ne? Und dass ich jetzt hier beispielsweise eben, ich habe die Beeren, die wir hier alle finden. Ich habe Kirschen vom Baum gepflückt. Und da gebe ich jetzt etwas dazu. Pflücken lassen. Ja, natürlich. Oh, ist ja gut. Natürlich. Zeig deine Hände her. Zweimal links, wie willst du da Kirschen pflücken? Die sind ganz grün von den Kirschen. Ja. Ne? Und ich gebe und das Ganze gemischt mit Sahne von einer Kuh, die ich nicht selber gemolken habe, aber Johann mit Limette abgeschmeckt. Das geht doch. Johann Lafer kennt sie. Mit dem Vornamen kennt sie. Wir machen ungewöhnliche Dinge hier bei Landskocht. Wir pflücken Kirschen selber. Wir fahren für 2 Stunden nach Mallorca, kommen braun zurück. Das machen wir jetzt. Das passt schon. Da liegt alles drin, genau. Ute. So sieht's aus. Johann, wir haben uns doch. Komm, lass mich. Ich habe ein schönes Wortspiel. Gewehr. Ein schönes Wortspiel? Ja, Gewehr. Vorsicht. Österreicher mit Wortspiel. Gewehr, hier. Im Anflug. Machen wir hier bitte. Ja, die sind ja schon. Ja, entsteine bitte mal die Kirsche hier. Die ist ja schon in Stein. Gewehr, die neue. Mach rein. Du machst es mal, Markus. Was soll ich machen? So. Rhythmus. Und jetzt sage ich dir was. Lanz entsteint Kerner. Oh nee! Oh nee! Oh nee! Johann, bitte. Bitte. Fällt geil, oder? Leider sehr gut. Lass uns einfach den Mantel des Schweigens, ja? MC Lafer Lafer, ist ja einmal so eine Mütze und danach ist nichts mehr, wie es mal war. So sieht's aus. Johann, Maishähnchenbrust mit Orangen, Currykruste und asiatischen Spaghettini. Was sind asiatische Spaghettini? Ah, das sind Spaghettini, ganz normal, die kommen aus Italien. Ja, das ist natürlich beruhigt. Und dazu kommen nachher einige Dinge, die habe ich hier angebraten. Ja. Zeige ich dir gleich, in 2. Sesamöl, Shiitake-Pilze, Zuckerschoten, rote Zwiebel, Paprika grün. Das wird dann hier alles unter die heißen Spaghetti gemischt. Aber erstmal muss ich hier diese Hühnchenbrust, die habe ich eingestrichen mit diesem Senf, mit Curry. Hast du eben Paprika und Pilze gesagt? Die Österreicher haben Schwierigkeiten mit dem harten und weichen B, und Paprika spielt keine Rolle. Pilze, ist egal, ja, jetzt komm. Nur Paprika und Pilze, ja. So. Ja, ja. Yes. Und hier, guck mal hier. Und das ist, da sehen Sie jetzt, dass wir international kochen. Das ist der Einfluss von Horst Lichter hier an der Stelle. Ja, das ist die Cuisine Rommerskirchen. Hör auf jetzt! Jetzt auch. Suppe ist fertig. Schau her. Cuisine Rommerskirchen. Martina, kennst du Horst Lichter? Ja, vom Namen. Sagt dir die Cuisine Rommerskirchen irgendwas? Nee, noch nicht. Nee, nicht wirklich, ne? Wir reden uns da hinterher mal aus. Und ich kläre dich mal ein wenig auf. Das ist eine nicht ganz so kalorienreduzierte Küche, die aber nichtsdestotrotz ganz großartig schmeckt. Suppe, das andere mal heute noch. So, geht los? Ja. Also gut, dann schauen wir doch mal. Wir haben hier für Sie angerichtet Schubecks Fischsuppe. Ist sieht gut aus, ne? Studi und hier. Danke schön. So, mal ganz bescheiden, nehmen das erste, aber das passt. Alexander? Ja, bin schon da. Wollt durch eine Martina? Ja. Wird uns sehr interessieren, wie du das auch findest. Einmal Essler. Einmal Essler. Johann? Ich komme, bitte da. Super, das ist nichts für Wurzeln. Dann sieht's anders. Gut, bitte mitprobieren. Ich muss hier bloß nochmal drüber wischen. Du musst da erst sauber haben, das kann ich, verstehst du so. Jetzt hat's. Löffel, hast du einen Löffel? Schön. Also was probieren wir jetzt erst? Gute mir, also mit Fisch hast du es immer, ne? Ja, komm, probier doch auch. Das ist so. Die Fischwelle erwischt. Ja, die Fischwelle, genau. Gute, was ist denn das? Unser Lieblingsfisch ist mittlerweile der Huchen. Ja, genau. Der Huchen. Der arme. Genau, der arme Huchen.
Der Fisch ist perfekt. Wunderbar. Andreas? Die Garnele, die Scampi, schön für den Biss, ne? War schon gar nicht. Klasse. Guck mal, sieht wunderbar aus, ne? Fast fettarm. Also ein Fünftel Sahne. Mhm. Ja. Vier Fünftel also, Brühe, Fünftel Sahne. Expertise, Ute? Ja. Ich weiß schon, warum ich neben Alfons stehen wollte. Dann kann ich vielleicht etwas mehr abkriegen. Ja, das wäre Potassen haben. Oh, das war das Signal für den Hutwechsel. Guck mal, 30 Minuten um, bitteschön. Oh nee, jetzt geht's wieder los. Ich finde ihn so deutlich besser. Super. Alfons? Ja. Das ist gut. Ja. So, bumm, bumm. Du schaust aber auch blendend aus mit der Kamera. Wie ein Volldepp. Nein, hör mal, das hast du gesagt. Das ist ein über Niki Lauda. Ja. So. Also, wie ich jetzt erst die Suppen probiert habe, ja, habe ich erst gedacht, oh, die hat aber ganz schön, um es in der Sprache vom iPhone zu sagen, Speed. Speed. Aber wenn du dann in dem Moment zusammen eben den Fisch mit isst und das Gemüse, ja, dann gleicht sich das perfekt aus und ist ein super, also harmonisches Aroma. Sehr schön. Mhm. So. Harmonie kann ich nur hinzufügen. Also perfekte Harmonie, knackiges Gemüse unten drin und diese Langustini, also diese Scampis, die haben einen schönen Biss, die sind glasig auf dem Punkt und es ist nicht übersteuert halt, also eben der Speed ist, ja, genau, also du hast die Hüpfgeschwindigkeit nicht, ne, wie immer. Nicht zusätzlich. Ist wunderbar. Ja, Sie können sich freuen. Ne? Johann? Das sieht gut aus. Also, deine Meinung? Hat mir sehr gut geschmeckt, die Suppe. Einfach ausgewogen, da schmeckt nichts hervor. Sehr, sehr gute Fischsuppe. Kann man so machen. Kann man. Martina, ja, jetzt sind wir natürlich gespannt. Also ich fand den Fisch perfekt. Die Soße steht fest. Nicht zu trocken, nicht zu roh. Also perfekt gekocht, weil der sich schön auseinander in die Scheibchen. Und die Soße ganz fein, feines Parfum. Sehr elegant auf der Zunge. Zerläuft wie Butter. Oh. Wie Sahne, eher gesagt. Martina Kompel, Martina. Komm du mir noch mit. Also, ich frotze schon die ganze Zeit hier so rum, aber ihr kennt euch ja auch besser. Ja. Apropos Lehre und richtig hart, um in der Sterneküche mal was zu werden. Du hast mal bei Alfons gelernt. Nein. Oder? Nein. Also wenn du bei Alfons in der Nähe bist, lernst du immer was. Eben. Aber faktisch ist... Hast du ihn denn mal persönlich zu Gesicht bekommen? Ja. Nein, also das ist ja so, wenn du mit der Kochlehre fertig bist, dann ist es wie, als wenn du einen Schulabschluss machst. Und dann gehst du quasi aufs Studium, dann gehst du auf Reisen. Mhm. Ich war dann also lange in den Schweizer Stuben und dann bin ich auch nach Belgien raus. Mhm. Und aus Belgien wieder zurück wollte ich nach München. Mhm. Und ich kam im Oktober zurück und dann hat der in München gesagt, der Ältere damals, ja, kannst du erst im Januar kommen. Mhm. Wenn wir das jetzt 3 Monate nichts machen, ist das blöd. Gell? Und dann habe ich beim Schubeck angerufen und habe gesagt, ja, grüß Gott, Herr Schubeck, mein Name ist Hermann, ich würde gerne zu Ihnen kommen. Ich brauche bloß Übernachtung und Essen. Also und du wärst bereit gewesen, ohne Geld? Ja, ja, genau. Bei ihm zu arbeiten? Ja, hat er gesagt, das war noch genauso. Ja, kommst du halt. Ja, und dann war ich da. So war ich. Und dann war ich da und das war sehr beeindruckend. Also muss ich ganz klar sagen, weil das Rad, was der Schubecker Schimmer dreht, ist groß. Aber da im Barking mit den ganzen Caterings, also da weißt du, da habe ich so eine Mappe aufgeschlagen, da steht die Kalkulation drin. Und die ist nicht hinterm Komma zweistellig, sondern vierstellig. So war das. So präzise. Das waren nicht die Gramm, das waren damals die Pfennige. So präzise. Absolut. Also großes Kompliment. War sensationell. So, jetzt geht's los, wer hat Hunger? Das ist mir zu wenig. Wer hat Hunger? Das hört sich gut an. Ja, du mit deinem Haarschnitt, da kommst ran. Bei der Suppe wachsen auch dir die Haare wieder. So, er nimmt sich gleich die größte Tasse, gell? Du kommst auch dran mit deiner roten Hose. So, jetzt warte mal, jetzt gehen wir da drüber. Also ganz kurz, Markus, weil ich muss... Jetzt komm her. Die Fische, die braun gebrannte. Mund in die Mauer weg. Auch, dass das nicht so heiß ist. Wunderschön cremig. Und ich habe es jetzt gerade eingefüllt in die Formen, in die vorher tiefgekühlten Limettenformen. Limetten-Limonen. Genau, in die Schrägstrich-Limonen, genau. Und geben das jetzt natürlich wieder... schon fast so weit, ne? Nee, das kommt jetzt wieder direkt in den Tiefkühler, das muss ja noch richtig fest werden. Weil ich dann schon mal zu kosten, meine ich. Ja, du darfst es natürlich probieren. Also Publikum haben wir schon mal zum Probieren gegeben, da auf der rechten Seite. Mhm. Die sahen ziemlich begeistert aus eigentlich, ne? Was sagst du? Ne? Fantastisch. Kommt gut, ne? Unglaublich fantastisch. Also sofort wieder rein. Das ist mal wieder typisch, dass der Schubeck wieder ausschließlich junge Frauen bedient. So bin ich los. Nee, echt.
Von Silvi ist die Suppe nicht los, ne? Hast du eigentlich Hunde? Einer wollte das Beste auch noch kommen. Also auf der rechten Seite habe ich mal zu probieren gegeben, die waren sehr begeistert. Also ich gebe das, eben noch mal weiter. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Blütchen und Blumen. Das kommt auch noch dazu. Magst du mal probieren? Mhm. Schön, so ein bisschen Cachaça ist drin, also Zuckerrohrschnaps, nicht zu viel. Nicht zu sauer, nicht zu... Fast zu fettig. Das ist fettig. Ja, das ist das feine Feld. Der ist natürlich ein feiner Geschmack. Ein, sag schon. Ja. Fettig. Jetzt warte mal, bis in der Ding. Bisschen Creme Fraiche drin. Ja, den merkst du. Ich sag das, das nimmt den ganzen Geschmack. Ja. Ist Creme Fraiche? Also ja, nächstes Mal lieber ohne Creme Fraiche. Aber was? Fettig, fettig. Warte mal, wenn es in der. Ich hab den in die Limone reingemacht. Ja, ja. Wir geben das mal weiter. Vorgeschmack. Zur Beurteilung. Schauen Sie mal. Eis mit Creme Fraiche, wie Alexander Herrmann sagen würde. Wer möchte? Sie? Also Sie haben doch schon. Nein. Der Schubeck war doch eben bei Ihnen. Sie sehen viel zu gut aus, als dass der Schubeck nicht hier gewesen sein könnte. So, bitteschön. Dankeschön. Wie ist der hier auch noch gefüttert? Nein. Muss selber machen. Und versuchen Sie mal, auf die Creme Fraiche zu achten. Die merke ich. Die merkt man, ne? Alfons Schubock sagte eben, ein bisschen zu fettig, das Eis von Studi. Ich mag so, das ist... Na, Sie haben es doch noch gar nicht probiert. Ja, ehrlich, ja? Gerade eben, ach, der war bei Ihnen auch. Sehr gut. Das heißt, Sie werden jetzt das zweite Mal schon gefüttert. Ich komme gleich wieder, ich muss mal hier die Creme Fraiche ausprobieren. Das Creme Fraiche? Nicht Creme Fraiche. Eis. Eis mit Creme Fraiche. Das Problem ist, wir bräuchten das Eis noch. Ja, das sind ja nur... Das sind ja... Also die Nummer ist gelaufen, das kannst du vergessen. Wer möchte noch? Ich denke, im Traum mich daran, das wieder zurückzugeben. Wollen Sie noch mal? Schauen Sie mal hier, Löffel. Sie auch? Nein? Sie auch? Sind Sie freiwillig hier oder? Wir sind freiwillig hier. Das ist ein Geschenk an meine Gattin. Nee. Oh, ein Muttertagsgeschenk. Ein Österreicher. Ein Österreicher. Na, servus. Ja. Johann? Bitte? Da sitzen deine zwei Fans. Ja, guck mal, zwei ist besser wie gar keinen. Ja. Ich lasse es Ihnen hier. Lassen Sie sich schmecken. Ja? Also, ich habe das Gefühl, dass deine Eiscreme hier oben sehr gut ankommt, Andreas. Sehr schön, ich freue mich. Wenn Sie bloß alle Sterneküche und hier das bei mir passt. In der Küche. Ja, ja. Steht er wieder. Also da oben kommt das Eis sehr gut an. Ja, ich weiß. Können alle hier runterkommen. Da hat keiner gemeckert. Die haben die zu meckern, dann kriegen sie nichts mehr. Du meinst, das ist die nackte Panik, ja. Aber schau, Alexander, so muss hingehen. Ja. Seid ihr soweit? Markus, hier schon. Ja, Minute 30. Minute 30. Das nennt man das Filet mit Handschellen. Allerdings. Darf ich das da nehmen? Ja, sehr gerne. Ja. Welche ist denn das jetzt? Das da? Nee, das da. Nee, das da. Die Ravioli kochen jetzt, ne? Sollen die nicht nur ziehen? Ein bisschen kochen muss es. Ein bisschen kochen muss es schon? Ganz bisschen. Ganz bisschen. Mhm. Martina. Ja. Filet in Handschellen. Ja, ist eine super Art, gehört. Ruckzuck. Ja. Ach, das finde ich super. Ich binde nämlich nicht so gerne, geht aber auch hiermit. Ja, also das machen wir hier, üblicherweise wird gebunden, ne? Magst du es mal binden zeigen? Nein, ich möchte, dass du nichts bindest. Ich war noch nie gut im Nähen. Ich auch nicht. Du hast doch eine Schneiderlehre gemacht. Aber du hast das doch. Ja, das ist doch schön. Das ist schon so lange. Das ist doch eine schöne Sache. Das ist doch super, gell? Das ist super. Ne? Oh, die würde ich da langsam reinmachen. Und ja, die tue ich jetzt auch sofort braten. Mhm. Nur die Sendung dauert heute eh länger. Ja, das habe ich ausgeführt. Weil noch 40 Minuten die Vorspeise, da hängt alles. So. Ja, das kriegen wir ziemlich durch. Haben Sie noch Zeit heute? Bleiben Sie noch ein bisschen. Bleiben Sie noch ein bisschen. Johann, du bist fast soweit, ne? Kannst du mal kurz darauf passen, aufpassen? Ich passe hier auf, ja? Wen soll ich beschützen? Ich bin das Hühnchen. Ich bin sofort fertig. Das Hühnchen ist, das haut nicht mehr ab. Nee, das ist gleich soweit. Also das ist keine Fluchtgefahr bei diesem Hühnchen. Wo ist denn mein Sieb hin da von dem Nudeln da? Ein Sieb? Habe ich hier. Ein Sieb. Enges Korsett. Die Kartoffeln müssen auch noch kochen. Nee, nur, die werden frittiert, aber die müssen gewaschen werden. Aber Markus, wir richten jetzt
an. Die Ravioli an. Das ist gut. Unten rein kommt in den Teller. Das Creme vom Spinat. Probier mal. Ja, so jungen Spinat. Mhm. Und obendrauf kommen jetzt dann diese Steinbutterwürfel. Ich bin sehr gespannt, ob die Menge Salz tatsächlich richtig war oder nicht. Ich auch. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das kein Problem ist. Mhm. Ja. Du, guck mal, Alfons, bitte. Wo? Da nach meinen. Wunderbar. Nach meinen Fischhühnchen. In Sachen garniert ist schon eine Menge drauf. Ne? Absolut. Jetzt, wenn jetzt, also es stimmt aber wirklich, wenn man sagt, die Wahl des Tellers ist hier gut. Ist ja wirklich so. Ja. Weil wenn du jetzt einen flachen Teller hast, dann drückst du jetzt natürlich den Spinat auseinander und dann flutscht da oben drüber der Ravioli. Mhm. Das ist wirklich, also es klingt wirklich albern, aber es ist so. Mhm. Ja? Jetzt machen wir da so ein bisschen also den Schaum steht drüber. Optisch dem, schön, was ihr macht, schön, in nichts nach, ne? Nein. Wie viel ist jetzt wirklich von Ute Böckelmann, wie viel ist da von dir? Ja, im Grunde das gesamte Rezept ist von der Ute. Mhm. Ich habe halt ein bisschen die Farce gemacht und mal in der Soße mal reingehalten, und aber wirklich nur so kleine Kleine. Mhm. Und jetzt kommen oben noch, ist das so richtig? Genau, so habe ich mir das vorgestellt, ein paar Tomaten. Ute, dieses Rezept ist wirklich von dir selbst ausgedacht? Ein geklautes von allen Köchen. Von jedem Koch ist nur Nuance dabei. Von jedem unserer Köche? Ja. Ehrlich? Ja. Sozusagen eine Hommage an unsere Köche. Genau, ich bastel mir das immer zusammen aus den Kochbüchern. Gut, jetzt wäre interessant zu wissen, von wem ist am meisten drin? Das verrate ich nicht. Johann, brauchst du was? Ja. Ist da mehr Schubeck drin oder mehr Lafer? Mal gucken, ob es derjenige rausschmeckt. Da wäre ich erstmal gespannt. Wenig Lichter. Wenig Lichter. Wenig Lichter. Wenig Lichter. Wir aber wir könnten vermute jetzt aber probieren. Eine Menge Hermann auf. Oh ja, weiß ich nicht. Sind wir soweit, ja? Also, schauen Sie mal hier. Einmal ganz nah drauf. Ja. Steinbutt-Ravioli mit Cremespinat und weißer balsamischer Schaumsoße von Küchenschlachtgewinnerin Ute Böckelmann und Alexander Herrmann. Herr Studerer, jo. Herr Lafer, komme. Eine Essenz Ihrer Ideen finden Sie hier in diesem Gericht. Ja. Wow. Sehr geil. Das war der Richtige. Okay. Herr Studer, nichts von dir. Jetzt hör auf. Was? Erkennst du da was von dir selbst? Ute Böckelmann sagte eben gerade, das sei eine Hommage an euch alle im Grunde. Ja, ich erkenne von jedem ein bisschen was. Ja, was denn? Der Spinat ist vom Alexander Herrmann. Der ist ein bisschen bitter, aber er ist super. Danke. Der Schaum ist von dir, ne? Ja, genau. Ja, na, das ist schon gutes Gericht. Cremig geschlagen. Super. Also Kompliment. Man muss es erst einmal so machen, den Ravioli auf den Punkt hinmachen. Der ist nicht aufgegangen, der ist geschlossen. Den Teig ausrollen und so weiter. Die Pinienkerne nicht überdreht. Ja, hat gut geröstet. Ja. So, Kompliment, hast du gemacht. Oh, danke. Kompliment. Und ist auch nicht so viel Salz, oder? Ja, du musst ja immer sehen, also A, es ist dein Rezept, ne? Die hat dich natürlich wunderbar assistiert, aber sie ist eine Hobbyköchin und dafür also großartig, ne? Super gemacht. Da sitzt ein Mann. Wo denn? Ist dein Mützer? Ja, keine Ahnung. Am Mützer siehst du gar nicht mehr. Ach, das ist vorbei. Johann, wie hat's dir geschmeckt? Bitte? Wie hat's dir geschmeckt? Hab noch gar nicht probiert. Na, dann probier doch mal. Währenddessen rede ich mal mit Herrn Böckelmann. Sie gehören zu Frau Böckelmann. Ja, ne? Sind Sie stolz auf Ihre Frau? Ich fand, ja, das war wenn eben ich die Knutscherei da gesehen, dann bin ich sehr stolz. Würde ich an der Stelle auch nervös werden. Das ist ein sehr gut aussehender Mann, nein, Herr Studer. Brauche ich nicht. Nein, müssen Sie nicht. Ne? Nein, brauche ich nicht. Nein. Mit Komplimenten geradezu überschüttet werden. Ja. Ich komme sofort, Johann. Der Mann soll mal wegschauen, bitte. Sag, der Mann soll mal wegschauen, bitte. Der Mann soll wegschauen und ich halte ihm die Augen zu. Pass auf. Mach, was immer du willst. Oh, 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 oh. Dafür gibt es in manchen Ländern schon 3 Jahre ohne Bewährung. Ja, die Jungs sind alle so nett. Wo kommen Sie her? Aus dem Sauerland, aus dem Altena. Aus Altena? Die Drahtstadt. Wir haben das Drahtmuseum in Altena zum Beispiel. Kennt kaum jemand. Das ist die älteste Jugendherberge. Die älteste Jugendherberge? Ja. Wenn es da mal so ein Essen gegeben hätte, in so einer Jugendherberge, ja, dann wären wir heute alle glücklichere Menschen, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Aber durch bei mir war es immer Grieß und so ein Zeug. Oh nee, bei mir nicht. Nee. Da nicht. Apfelmus? Nee. Brot. Gnocchi? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Heute bei meiner Frau schon, aber früher nicht. Ja. Kocht sie in aller Regel zu Hause, ja, oder kochen Sie auch mal mit? Nein. Die lässt mich allenfalls noch den Abwasch Maitre de Plaisir. Ja. Den Abwasch machen. Ja, genau. Und den Sommelier. Ja. Großartig. Schön, dass Sie da sind. Danke.
So. Also, Ihr Mann ist begeistert. Er hat jetzt oft genug gegessen. Ja. Ich glaube, er mag es jetzt. Er mag es jetzt nicht mehr? Doch. Das klang eben anders. Und es klang ehrlich gesagt nach Liebe. Und das finde ich am schönsten an so einem Abend dann auch mal. Mal Menschen zu hören, die sich irgendwie mögen. So, Martina. Ja? Sind wir soweit? Noch nicht. Noch nicht. Oh, Johann. Oh, du rettest mich. Wir machen Johann, und dann gehen wir vorher. Komm, ich bin fertig jetzt. Funktioniert sonst nicht, ne? Was ist jetzt eben hier die Pfanne? Fleisch. Fleisch. Johann. Maisbolade. Keine Panik. Und wo wir gerade über Liebe gesprochen haben, also wenn man sieht, wie Johann Lafer dieses Hähnchen behandelt, das ist auch Liebe. Du, ich kannte das vorher. Ja, ich weiß. Außerdem ist Hähnchen Brust. Es ist auch Hähnchen Brust, natürlich, das kommt noch dazu. Johann, bist du soweit? Ja, Sekunde noch. Ein bisschen Liebe muss noch drauf, komm her. Ein bisschen noch mehr Liebe? Ja, hier. Das mag der Alfons zwar nicht, aber ich sitze trotzdem drauf. Ja gut, für Alfons machen wir es ja auch nicht. Machen es doch für uns, oder? Uns muss es schmecken am Ende. So, also nochmal asiatische Spaghettini mit einem Hühnchen unter der Mango-Senfkruste. Bitte sehr, meine Damen und Herren. Mmh. Voilà. Also Martina, ja, unbedingt probieren. Ich hole mal eben Messer und Gabel. Schneid ein Hähnchen auf für dich. Also Martina, ich muss sagen, die Latte liegt heute sehr hoch, ne? Auch ohne Handschuhe. Also die können schon was, die Jungs. Insofern geht's jetzt um einiges. Weil ich das heiß noch. Sehr gut. Hier Messer, Gabel. Hier. Alfons. Sehr gut. Hähnchen hier. Sehr gut. Lass uns mal das Hähnchen bringen. Ja. Sensation. Sehr, sehr gut. Oh, ein bisschen wie Kruste. Das ist ja. Schweizer Kruste. Johann ist so verliebt in sein Hühnchen, dass er erstmal selber hinter der Kulissen quasi intravenös sich zuführt. Ja, natürlich. Also man würde jetzt im Französisch sagen, das ist so richtig moelle. Moelle? Moelle. Das heißt ist richtig, was? Das ist genau gar richtig zart. Ja? So soll es sein. So soll es wirklich sein, ein Huhn. Und nicht dieses zähe, durchgebratene. So ein lederiges Hühnchen. Freuen wir nicht. Und das ist halt schon eine Art, das zu garen. Das ist eben die Technik, die man beherrschen sollte als Koch. Bitte. Mhm. Ja. Und er beherrscht sie. Und ich glaube, das spricht dafür, dass wir jetzt innerhalb von 20 Sekunden haben wir so eine ganze Hähnchenbrust verputzt hier und alle haben Nachschlag geholt. Das ist großartig. Großartig, wirklich. Ganz toll. Mhm. Alfons? Also, die Hähnchenbrust ist natürlich ein Traum, gell? Man muss aber auch sagen, dass es eine gute Hähnchenbrust ist. Aber es ist perfekt gebraten. Ja? Perfekt. Und die Nudeln, die musst du mal probieren. Du musst mal die Nudeln. Du, da probier mal die Nudeln. Welche Hähnchenbrust war das genau? Die möchte, dass du mal weißt, wie man Nudeln kocht. Ich habe gesagt, jetzt soll sie nehmen. Ich habe gesagt, jetzt sind sie am Ende. Normalerweise ist Hähnchenbrust ja, also kenne ich, ja, als relativ trockene Angelegenheit. Eine trockene Angelegenheit. Aber also hier ist es. Und die Nudeln perfekt gekocht. Die Nudeln auch? Die Nudeln perfekt gekocht und dieser leichte asiatische Touch, nicht das Ordinäre. Sagen wir mal, nichts gegen mein Lieblingskraut, aber. Geht das wieder los? Es geht gar nicht gut. Das ist mein Lieblingskraut. Ja. Also misch dich du nicht ein, wenn wir reden hier. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Nein, du schmerkst es nicht. Das ist so fein abgeschmeckt. Ein bisschen Sojasauce. Das ist sensationell. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist in sich perfekt. Aus Bammel. Also besser können wir nicht machen. Das können wir besser machen. Das geht nicht. Da! Liebe Martina, okay. Ich werde den Druck weiter erhöhen hier an der Stelle. Nein, wir machen es jetzt so. Sie haben jetzt die Mise en place gesehen von der Martina. Und wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, dann machen wir es fertig. Danke. So schaut es aus. Ich würde sagen, wir ziehen das Dessert vor. Wir kommen erst nach Paris. Wir ziehen das Dessert vor, ja. Das hatten wir so gesprochen. Habt ihr das alles probiert? Das ist sensationell. Andreas, wie ist es? Alexander, hast du gegessen? Das sieht gut aus, ja. Also ich habe jetzt die... Ich will nichts mehr sagen, weil nicht nur alles gesagt ist, sondern weil es einfach zu geil ist, als dass man noch was sagen will. Ja, funktioniert so. Nein.
Martina, bei dem Ding, dann hast du dich schon gesehen. Ja. Wer möchte hingehen? Also dann was. Ich fange hier unten an, komm rück zur Seite. Ja, hier in die Mitte, da komm rück mal zur Seite. Wie viel sind der Brauch? Ah, ja. Und dann bist du dran. Besteck. Guck mal, hier, Markus. Ja, bitte? Die haben alle ihr eigenes Besteck mitgebracht, guck mal. Natürlich. Johann. Ja. Kleiner Tipp von mir unter Freunden, ich pflege das immer so zu machen, die ihr eigenes Besteck mitbringen, kriegen nichts. Ja. Und Johann, ja. Denk bitte, deine zwei Fans aus Österreich bitte, ja? Die müssen auch noch was abkriegen. Ja, die kriegen auch was, klar, natürlich. So, bitte, probiert. Ja klar, richtig schon nett, die weite Anreise. So, heute totale Anarchie hier. Balance kochen, alles wild durcheinander. So ist das eben manchmal. Deswegen finde ich das auch sehr vor. Du bist, glaube ich, in den letzten Zügen, Andreas, ne? Sozusagen, das kann man ja von Haus aus. Ja. Das ist am Ende, der Mann. Das ist wunderbar. Das ist großartig, mein Lieber, vielen Dank. Der Schubeck hat eben schon angedroht, dass er den Studer jetzt gleich im Grund und Boden quatschen wird. Da bin ich immer sehr gespannt. Ja, das ist ja liebevoll gemeint. Das ist wenn der Alfons Schubeck, wenn der richtig rangeht, richtig in den Nahkampf geht, dann ist es bei ihm Liebe. Das genau, habe ich mittlerweile begriffen. Finde ich auch. Im Morgen ist ein guter Typ. Ja. Machen wir also ein bisschen Weichei, aber er ist ein guter Typ. Ja. Er ist ein richtiger guter Typ. Und er kocht da gut. So, und jetzt schauen wir hier. Limetteneis in Limone auf Sommerfrüchten. Also, das meine ich ja sehr ernst, warst du da noch im Garten bei dir selber? Oder? Genau, die habe ich auch pflücken lassen. Ja, bitte. Der Vater vom Horst Licht ist auch hier. Guck mal hier, schau her. Wie hat er sich verunglimpft? So, kommt. Wie hat er sich verunglimpft? Ja gut, aber er hat ein bisschen recht. Ne? Sind Sie entfernt verwandt? Das ist ja so, der Lichter trägt ja sein Haar oben eher offen. Richtig. Aber bei Ihnen ist da noch was. Wie machen Sie es? Er macht es ja mit Haarlack. Ich mit Gel. Mit Gel? Schnäuzerpaste. Schnäuzerpaste? Kann man sowas kaufen? Ja. Ehrlich. Ja. Wie lange dauert es morgens? Geht schnell, oder? Zwei Minuten. Einmal zack, hochziehen. Und dann geht's los. Sind Sie mit Ihnen? Wie lange tragen Sie diesen Schnäuzer schon? 20 Jahre. 20 Jahre. Das ist schön. Heute ist viel Liebe in der Sendung, ich merke das schon. Das finde ich gut. So, Alex. Also bitte, alle mal ran. Alle mal ran. Sonst läuft Alfons. Das Eis davon. Sehr. Jetzt. Ja, komm schon. Oh. So, bitteschön. Also hier. Sind das drei verschiedene Desserts jetzt? Nein, das ist das Eis, damit wir das dann nicht rauspulen müssen. Ich muss dir nochmal was von dem Eis klauen, weil. Ja, unbedingt. Die Sommerfrüchte, wie gesagt, also im Rohzustand gelassen und ganz kurz mariniert. Ich weiß, was du meinst, Alfons, wenn du sagst, da kommt diese Creme Fraiche so ein bisschen fettig durch. Mhm. Ja. Aber es schmeckt absolut großartig. Ich muss gerade mal in die Pommes. Aber jetzt sag dir ich was. Das, was du sagst, ist 100% richtig. Aber ess einmal 10 Löffel von dem Eis. Dann birgt es dir weg. So gut, weg. So gut ist es, jetzt nicht beleidigt sein. Ja, du bist aber gleich beleidigt. Ja? Nein, ich kenne das ein bisschen, so Mimosal ein bisschen. Ja, nein, jetzt haben wir da schon die Kappe weggebracht. Jetzt müssen wir das Eisenmacher noch ein bisschen einpfeifen. Genau. Nee. Nein. Er macht nämlich normalerweise ein sensationelles Eis. Und das darf man doch sagen, dass man, wenn man es mit Creme Fraiche macht, eine Spur, sagen wir mal, zu mächtig ist. Was sagst du, Johann? Ja, ist zu viel Fett. Deswegen friert es auch nicht richtig fest. Fett ist zu fett. Genau. Mhm. Ein Säure zum Beispiel, die Limette, das ist alles da. Das ist perfekt. Aber wäre er ein bisschen mit dem Fett zurückgegangen, dann hätte es noch viel mehr Persönlichkeit, es wäre viel eleganter. Mhm. Ute? Auch das Eis? Ne? Gerade Frauen legen ja dann schon Wert darauf, dass es nicht fettig ist. Die anderen. Ist ein bisschen mächtig? Es ist mächtig, aber schmeckt wirklich gut. Schmeckt das auch gut? Genau. Mhm. Ein bisschen also, weniger. Ein Kompliment. Kompliment. Die Früchte sind ja Alexander. Die Leichtigkeit in Person. Vielleicht mal was anderes. Ich habe probiert und ich habe für mich einen ganz speziellen Moment in meiner Karriere. Ich mache zum ersten Mal live Pommes. Ja, du kennst meinen, der kommt besser wie du. Ja. Ein historischer Moment.
Ein historischer Moment. Den Moment will ich mir nicht nehmen lassen, aber ich habe auch das Eis probiert, die Früchte sind toll. Und ja, mir ist das Eis ein bisschen zu süß, aber das ist ja wurscht. Das passt schon. Also, aber jetzt mal was anderes. Letzte Woche doch. Komm mal, der hat doch so schöne frische Früchte gemacht. Ein Applaus für die frischen Früchte. Guck mal, großartig. Man muss gar nicht viel zugeben. Ich finde es fantastisch. Wenn Sie das einmal so serviert, würde ich sagen, Dankeschön. Kombination ist gut. Nochmal eine zweite Portion. Dankeschön. So würde ich das machen. Andreas, großartig. Dankeschön. So. Wir sind in den letzten Zügen. Martina, jetzt nicht hektisch werden. Nee, die Pommes sind fertig. Die Pommes sind fertig. Die Ethnologin unterstützt von einem echten Franken. Das hatten wir so auch noch nicht. Das ist ja auch unter ethnologischen Aspekten hochinteressant, was hier gerade passiert. Ja, ganz kurz. Also ich habe jetzt einmal, also ich habe jetzt voll drauf gedrückt. Ja, also die Technik ist halt ja die, dass man dann das unser vorbereitetes Blätterteigteil da drauflegt. Gell? Sieht gut aus. Sieht gut aus? Ja? Ich finde, du solltest nur das so geben, Markus. Soll ich das mal machen? Ja, super. Wenn hier ein bisschen mehr Platz wäre, also so. Dann dreht man das um. Nein. Und dann holt man das runter. Und wenn das jetzt so lang ist, dann schneidet man das nochmal ab. Schau mal hier, Johann Laffer hat den Mund offen vor Staunen. Schauen Sie mal. So. Ich überlege mir gerade, wie das geht für 100 Personen. Das ist wahrscheinlich schwierig, ne? Das geht alles, geht alles. Nee, das geht schon. Geht schon, ne? So. Jetzt haben wir hier noch unser Fleisch schon mal raus. So, das ist jetzt auch schön. Das gefesselte Fleisch. Das gefesselte Fleisch. Normalerweise muss ich das ein bisschen ausruhen. Mhm. So. Das kann ich auch ausruhen, ich jeden Zeit. Nee, ausruhen. Ja, das stimmt. Das also bedauert ihr tatsächlich Minuten häufig, müsste ne? Das jetzt eigentlich jetzt ruhen. Ne? Unter Folie. Unter Folie, genau. Ja, genau. Das lassen wir jetzt weg. Nein, das ausruhen, das übergeben wir jetzt. Das drängt sich jeder. Wir haben das Fleisch, hat jetzt geruht. 10 Minuten. Genau. Ja. Schauen wir mal. Es ist vollkommen ausgeruht. Ein Zeitraffer. Genau, so. Aber man muss schon mal sagen, wie schön diese Dinge ausgestochen sind, diese kleinen. Also das ist schon. Schwierigkeitsgrad. Ja, ist es. Ja, ja. Muss ich schon Kompliment machen. Jetzt schon. Man merkt das auch. Dass können Sie ein bisschen anfangen? Man merkt das auch. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier. Man merkt auch eine gewisse Ehrfurcht dieser Spitzenköche hier. Das ist deutlich zu spüren. Also das hat dich jetzt auch sauer heiß, wenn man sich das nicht ausgeruht hat. Warte, soll ich dich schneiden? Ja, mag. Ja, bei meinen Fingern ist es wurscht. Aber deine, du brauchst deine zarten Händchen, brauchst du noch, weißt du, schau her. Schau her, wie schön. Gerolltes Rindfilet, Martina, mit Giroll. Oh, toll. Schaut das gut aus. Zufrieden, Martina? Ja, ja. Perfekt. Mhm. Danke. Danke, Chef. Perfekt. So. Und so lassen wir es jetzt auch. Ja, genau. Weil alles andere ist schlechter. So viel, genau. Schau her. Sehr schön. Vor allem, was mir halt gut gefällt, ist auch dieser Aufwand hier mit den roten Beete. Und das ist relativ schnell gemacht. Also zu Hause für 100 geht es nicht. Also für 4 Leute. Für 4 Leute ist das schnell gemacht. Schnell waren wir nicht. Naja, aufwendig schnell gemacht. Ja. Nicht schnell serviert. Gerolltes Rindfilet mit Giroll und Pommes Bonneuf. Ja, ich bin Frau Neuf. Die Girolle werden. Ich finde es aber schade, dass man jetzt auf diese schönen Schuppen da dieses Fleisch drauflegt. Siehst du nichts mehr? Ja, das hätte ein bisschen kleiner gerollt werden. Das macht man dann in Ruhe, macht man das dann ein kleines bisschen perfekter. Weitergaben ist keine Ruhe. Hier ist wieder nicht. Ja, das kriegt man mit der Zeit dann raus. Ne? Das kriegt man dann mit der Zeit, ja. Guck mal. Oh, super. Einen dicken Applaus für Alexander Hermanns Pommes frites, die Erste. Ist das? Martina. Ja, jetzt fehlt noch die gebräunte Butter. Wo ist denn die? Die sollte eigentlich da sein. Die gebräunte Butter? Also ganz ehrlich, ich finde es eigentlich ein Jammer, dass wir das jetzt zerstören müssen hier, aber wir müssen es ja kosten. Ja klar. Nee, es macht das ist ja auch Teil unseres Auftrags hier. Was nicht Teil unseres Auftrags ist, ist so alberne Mützen zu tragen. Das muss man auch sagen. Danke. So zaubert das Fernsehen, gell? Alveda braune Butter nirgends mehr. Nirgends mehr. Aber das dauert jetzt erstmal. Selbst im Flieger. Bitte. Danke dir. Messer. Stopp drauf. So, jetzt halt. Ja, danke schön. Ich kann ein bisschen Eis. So, hier sind wir gespannt. Du brauchst einen Löffel? Genau, kleinen Löffel. Der Herr kannst du nehmen. Anrichten. Und dann immer schön
Martina, ist geschafft, oder? Ja, klar, Martina, womit ein bisschen oben drüber und einfach zur Seite. Ja, super. Man muss wirklich dazu sagen, wir produzieren hier schon unter verschärften Bedingungen. Ne? In einer Stunde sozusagen. Ja. Das schaffst du nicht. Insofern, absolut gelungene Premiere. Oh, jetzt baut sie hier auch noch Muster hin. Fränkische Frieden. Fränkische Frieden. Fränkische Frieden, ja. Fränkische Frieden auf einen französischen Teller. Und dann darf ich bitten. So, und jetzt, bitteschön. Pass auf, jetzt habe ich wirklich. Wer traut sich als Erster? Ich hab vergessen. Komm, bitte. Also, Ladies first. Ich höre es auch jetzt. Ich esse das nicht, ich esse das hier runter, weil das ist mir echt zu schade. Gute Mach die probiert. Roten Beete nicht kaputt. Doch, doch, mit den roten Beeten. Martina, bist du zufrieden? Muss es so in etwa aussehen? Ich bin schon ein bisschen perfektionist. Das ist natürlich ein bisschen groß geworden. Mhm. Also, das müsste perfekt ein bisschen kleiner sein, damit man die rote Beete sieht. Damit man auch wirklich. Ist ein bisschen grob jetzt, aber. Mhm. Aber ich finde, du hast das so gut gemacht. Aber ich du darfst jetzt auch mal die Mütze tragen. Ach, zur Feier des Tages. Schau mal. So. Ja, nee. Ich finde, die braune Butter passt auch gut zum Schluss noch. Die ist doch, so. Die ist doch super, oder? Die ist super, die Butter. Ja, sag ich dir ja. Johann? Also, sehr viel Aufwand. Extrem viel Aufwand. Hat sich gelohnt? Also. Also schmeckt alles hervorragend, ja, aber ich finde, ein bisschen Soße oder so insgesamt fehlt mir jetzt einfach, bin ich ehrlich, fehlt mir. Könnte man noch mal verfeinern mit ein bisschen Soße? Alfons? Ja, in der nächsten Sendung. Ja, die Soße. Ja. Das hatten wir ja so besprochen. Ja, probieren. Der Soßenansatz dauert ja auch eine Stunde. Also man muss sagen, sie hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. So wird der Johann vollkommen richtig gesagt, Schwierigkeitsgrad für 50 Minuten wahnsinnig hoch. Ja. Man kann fast nicht fertig werden. Also mich wundert nicht, dass es so rückblind bis hinten raus. Also wir haben dann so getan, wie wir da mithelfen so wollten und sollten. Aber ich meine, von der Anrichte her wunderbar, da hat er natürlich recht, ein Fleisch, so ein Fleisch braucht eine Soße. Ja. Und das, wenn du zum Beispiel als Tarte alleine leben lässt, nicht da drauf, du hast sagen wir so. Lass mich doch jetzt einmal. Schau dir mal diese meint Arbeit das, an. Der schau dir mal diese Arbeit an. Da hättest du gleich vier Platten drauflegen können. Und die vom Herrn Studer runterschneiden lassen, weil er hat einen guten Schnitt. Ja. Super Schnitt, ja klar. Also gut. Ich finde es großartig. Und auch das Ganze unter Live-Bedingungen hier im Fernsehen ist auch nicht so einfach. Ne? Mit dem Druck. Also Martina. Schau dir mal die Arbeit an. Dann geh mal her mit deinem Gerät. Es ist ja gut jetzt. Wir hängen. Ja. Was? Wir sind drüber. Ja, doch. Wir sind schon zwei Minuten drüber. Also, vielleicht kriegen wir Ärger mit den Kollegen in Mainz. Ja. Also, Martina, ich würde mich freuen, wenn wir dich mal hier wiedersehen würden. Ja, finde es toll. Dann nehmen wir vielleicht ein bisschen Creme Fraiche vom Studer für deine Soße. Und dann geht das. War toll, hat Spaß gemacht. Dickes Kompliment für unsere beiden Frauen des heutigen Abends. Quatschen. So, das war's für heute mal Lanz Koch. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächsten Freitag wieder dabei werden. Dann sind wir wieder da, mit oder ohne rote Mützen. Das müssen wir noch klären, jetzt heute Nacht. Bis bald. Tschüss.